Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, heute steht ein zukunftsweisender Schritt für unsere Schulen auf der Tagesordnung. Mit der Einbringung des neuen Gesetzes zur Einführung eines Schulwesendatenschutzes und zur Änderung des Schulordnungsgesetzes schaffen wir die Grundlage für einen zeitgemäßen und datenschutzkonformen Unterricht, der auch den Bedürfnissen unserer Schulen im digitalen Zeitalter gerecht wird. Sie wissen das, wir haben das hier an vielen Stellen im Hohen Hause diskutiert. Die Digitalisierung verändert unsere Schulen sehr rasant. Digitale Lernplattformen, adaptive Lernsysteme auf Grundlage künstlicher Intelligenz tragen heute dazu bei, dass das Lerntempo der Schülerinnen und Schüler, aber auch Lerninhalte individuell an die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen angepasst werden können. Virtuelle Lernumgebungen, die wir verstärkt seit der Pandemie einsetzen an unseren Schulen, ermöglichen einen interaktiven und auch motivierenden Unterricht. Digitale Kommunikationsplattformen erleichtern parallel die Kommunikation zwischen Schule, Schülerinnen und Schülern und Eltern. Doch diese Entwicklung bringt auch neue Herausforderungen mit sich. Der Unterrichtsraum hat eine Entgrenzung erfahren. War es in der Vergangenheit in der Regel alleine durch das Klassenzimmer repräsentiert, findet Lehren und Lernen heute auch in vernetzten digitalen Umgebungen statt. Diese Umgebungen werden von technischen Dienstleistern zur Verfügung gestellt und Bildungsmedienanbietern gestaltet. Deshalb ist es wichtig, den besonderen Schutz, den ein Klassenraum den Schülerinnen und Schülern zwingend bieten muss, auch auf die neuen digitalen Lehr- und Lernräume zu übertragen. Das ist das Anliegen dieses Gesetzes. Die alten Datenschutzregeln in Schulen sind nicht mehr zeitgemäß und entsprechen auch nicht mehr diesen hohen Anforderungen, die uns durch rechtliche Regelungen auch gegenübergestellt werden. Sie sind unübersichtlich, sie sind kompliziert und unzureichend an die digitale Welt angepasst. So können die bestehenden Regelungen nicht mehr auch den gestiegenen verfassungsrechtlichen Anforderungen an gesetzliche Grundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten als Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung genügen. Ferner entsprechen die bestehenden Regelungen bereits nicht mehr dem durch die Europäische Datenschutzgrundverordnung geprägten Sprachgebrauch. Dies konnte bisher zu Rechtsunsicherheit und auch zu unnötigem bürokratischem Aufwand für Schulen und insbesondere hier für Lehrerinnen und Lehrer führen und erschwerte auch den Einsatz moderner Lernwerkzeuge. Das wollen wir ändern. Das ist Grundlage dieses Gesetzes. Das wird nun anders. Mit einem eigenständigen, und ich betone hier auch wirklich eigenständigen Gesetz zum Datenschutz im Schulwesen, schaffen wir endlich Klarheit, Rechtssicherheit und auch Handlungssicherheit in unterschiedlichen Bereichen. Nach Bremen ist das Saarland damit das zweite Bundesland, das den Datenschutz im Schulwesen in einem eigenständigen Gesetz regelt. Und man kann daher auch mit Fug und Recht behaupten, dass wir auch auf dieser Regelungsebene nun zum Vorreiter in Deutschland werden. Wir zeigen, dass es möglich ist, den Schutz personenbezogener Daten unserer Kinder und Jugendlichen mit den Anforderungen der digitalen Welt zu vereinbaren. Was ändert sich? Der bisher im Wesentlichen in § 20b des Schulordnungsgesetzes geregelte und durch eine Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten in den Schulen konkretisierte Datenschutz wird nun in ein eigenständiges Gesetz überführt. Das Gesetz orientiert sich an verfassungsgerichtlichen Anforderungen und der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Es ist deshalb auch sehr klar formuliert und ermöglicht den Fachleuten auch zu verstehen, worum es geht, und ist an die Bedürfnisse dieser sehr stark auch dynamisch sich ändernden digitalen Welt angepasst. Es übernimmt den Sprachgebrauch dieser neuen gesetzlichen Regelungen und auch der europäischen Regelungen. Und uns ist es wichtig, mit diesem Gesetz und den sich daran anschließenden Verordnungsänderungen auch entsprechende Informationsmaterialien für die Abnehmerinnen und Abnehmer, insbesondere in den Schulen, zur Verfügung zu stellen. Das Gesetz schafft klare und eindeutige Regeln für den Umgang mit Schülerinnendaten. Die Welt und die Nutzung der Schülerinnendaten hat sich stark geändert. Das neue Gesetz stärkt so die Rechte von Schülerinnen und Schülern. In gewisser Hinsicht könnte man sagen, es ist sozusagen auch die Fortführung der Stärkung der Rechte, die wir gerade eben beschlossen haben.
Schülerinnen und Schüler wissen mit diesem Gesetz genau, welche Daten von ihnen erhoben und verwendet werden. Sie haben ein Recht auf Auskunft, Berichtigung und auch Löschung ihrer Daten. Sie werden mit diesem Gesetz bereits mit Vollendung des 14. Lebensjahres im Schulkontext datenschutzmündig. Aber auch ihre Eltern werden ein Akteneinsichtsrecht erhalten, solange die Kinder mündig sind. Damit tragen wir auch der Erziehungspartnerschaft zwischen Schule und Elternhaus besonders Rechnung. Wichtig ist für uns in allen Fragen, die mit der Digitalisierung zusammenhängen, der geschützte Lehr- und Lernraum bildet sich auch im digitalen Zeitalter ab, und das ist die Grundlage für dieses Gesetz. Die Regelungen stellen sicher, dass das individuelle Lehr- und Lernverhalten von unseren Fachleuten, den Lehrerinnen und Lehrern, auch sicher ausgewertet werden kann und damit auch negative Auswirkungen die Bildungs- und Erwerbsbiografie der Schülerinnen und Schüler verhindern. Was heißt das konkret? Es geht zum einen in diesem Gesetz um die Stärkung der Zusammenarbeit durch Austausch von Informationen. Das neue Gesetz fördert die Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren im Schulwesen. Das heißt, die Schulen auf der einen Seite, die Schulträger, in der Regel Städte, Gemeinden und Landkreise, die Behörden, damit ist das Ministerium unter anderem gemeint, und außerschulische Partnerinnen und Partner, die nicht selten eben auch die Arbeit der Schulen in positiver Weise unterstützen. Die Vernetzung wird einfacher und sicherer und der Informationsfluss zwischen allen Beteiligten optimiert. Gleichzeitig wollen wir mit diesem Gesetz auch die kollaborative Erstellung und Ausarbeitung ermöglichen und die Gestaltung von IT-Infrastrukturen, Bildungsinfrastrukturen auch auf eine sichere rechtliche Grundlage stellen. Das heißt beispielsweise durch die Einführung der LSMS unserer Medienausleihe, das heißt dem zur Verfügung stellen der Tablets, schaffen wir hier eine weitere wichtige Grundlage und mit der Perspektive auf eine einheitliche digitale Schulverwaltung arbeiten wir hier an den rechtlichen Grundlagen. Kollaboration heißt, die Akteure miteinander zu vernetzen. Heute ist es ausgesprochen schwierig für Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter, an Informationen zu gelangen, obwohl sie mit den gleichen Schülerinnen und Schülern zusammenarbeiten wie Lehrerinnen und Lehrer. Auch das regeln wir an dieser Stelle. Aber auch die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern, wie beispielsweise Lesepaten oder die Betreiber von außerschulischen Lernorten, wie etwa Museen, Schullandheime oder Lehrgangsheime. Auch wird dieses Gesetz in der Zukunft ermöglichen, ein, wie ich finde, sehr wichtiges Thema, nämlich die Absolventinnen und Absolventen, die noch nicht den Weg in eine berufliche Ausbildung bekommen haben, bestens zu beraten durch die Agentur für Arbeit. Auch hier schließen wir eine datenschutzrechtliche Lücke, die mit diesem Gesetz auch die Möglichkeit und die Arbeit beispielsweise auch von Jugendberufsagenturen im Saarland wesentlich vereinfachen wird. Eine besondere Herausforderung, und da haben wir auch mit Blick auf die Betreuung von Kindern von sogenannten beruflich Reisenden, schließen wir eine Lücke, indem wir das länderübergreifende Lernmanagementsystem DICLU, digitales Lernen unterwegs, das wir geschaffen haben, auch auf diese Grundlage legen. Der Gesetzentwurf schafft auch ein höheres Maß an Handlungssicherheit in der Praxis, etwa mit Blick auf die Nutzung digitaler Werkzeuge. Das betrifft unsere Online-Schule Saarland, das betrifft in der Zukunft die einheitliche digitale Schulverwaltung. Das betrifft aber auch mehr Handlungssicherheit bei der Nutzung sogenannter adaptiver Lernsysteme auf der Basis künstlicher Intelligenz. Das sind Instrumente, die wir an unseren Schulen mit der Einführung der Online-Schule Saarland eingeführt und erprobt haben. Angebote von Betamax oder Area 9 im Zusammenhang mit der Förderung im Fach Mathematik. Das heißt, Lernsysteme, die erkennen, wo der Unterstützungsbedarf der Schülerinnen und Schüler liegt und zusätzliche Lernangebote quasi automatisiert machen. Wir schaffen mehr Handlungssicherheit in der Nutzung auch von Systemen, die Lernstandserhebungen, Lernstandsanalysen und Lernstandskontrollen machen, wie beispielsweise das Verfahren 2P, Potenzial und Perspektive, das für uns eine unabdingbare Voraussetzung auch für die Förderung im Bereich der Sprachkompetenzen der Schülerinnen und Schüler ist. Und mehr Handlungssicherheit in der Nutzung von Avataren im Unterricht, ein Instrument, das von unseren Schulen inzwischen eingesetzt wird. Avatare bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler, die krank sind, aufgrund einer medizinischen Behandlung
über einen längeren Zeitraum nicht in Präsenz am Unterricht teilnehmen können, werden über Avatare in den Klassenraum sozusagen digital mit eingebunden. Das ist für uns ein ganz wichtiges Angebot, das in unseren Schulen genutzt wird. Und ich darf an der Stelle sagen, auch von unseren Fortbildungsinstitutionen, die wir im Saarland haben, auch sehr aktiv begleitet wird, indem nämlich auch mit den Lehrerinnen und Lehrern in der effektiven Nutzung dieser neuen digitalen Avatare auch gearbeitet wird. Wir nehmen mit dem Gesetzentwurf den Schutz der Daten unserer Schülerinnen und Schüler sehr ernst. Bei all dem, was ich gesagt habe, ist es auch wichtig, dass wir mit diesem Gesetzentwurf technologieneutral und zukunftsorientiert arbeiten. Technologieneutral bedeutet, dass wir im Grunde genommen auch zukünftige Entwicklungen hier wiedergeben können. Der Gesetzentwurf ist damit, geht Hand in Hand mit weiteren Meilensteinen des Saarlandes hin zu einer zeitgemäßen Bildungsdigitalisierung. Darauf bin ich persönlich auch sehr stolz. Ich freue mich an der Stelle auch auf die Diskussion und auch Einbettung im Zuge auch der Zusammenarbeit mit unserem Bildungscampus, den wir in der vergangenen Woche vorgestellt haben. Auch hier haben wir mit Blick auf die Bildungsdigitalisierung mit Frau Dr. Limburg eine Leiterin gefunden, die die Bereiche KI, Future Skills auch als anerkannte Expertise mitbringt. Das heißt, auch sie wird Schulen mit unterstützen können bei der Umsetzung digitaler und datenschutzrechtlicher Regelungen. Lassen Sie mich zum Schluss noch eine Botschaft absenden an dieser Stelle. Wir erledigen unsere Aufgaben auch im Bereich des Datenschutzes mit diesem Gesetz und bringen dort sehr viel Elan und auch Leistungsbereitschaft mit und ermöglichen damit letzten Endes auch, dass digitale Bildung auch zur Chancengerechtigkeit unserer Schülerinnen und Schüler beitragen kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich wünschte mir ein solches Engagement auch vom Bund in Form einer echten Zusage zum Digitalpakt 2.0, weil das ist letzten Endes auch die Grundlage, dass wir in Zukunft auch den Datenschutz gut in die Umsetzung bringen. Ich freue mich auf die Diskussion und vor allem auf Ihre Zustimmung und die Debatte im Ausschuss. Herzlichen Dank. Applaus